Wenn er tatsächlich. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar, ich bin auf dem Weg zu einem alten Militärgelände. Das will ich mir jetzt mal genauer anschauen. Mal gucken, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Das wird quasi mein zweiter Besuch an einem verlassenen Ort. Ich nehme euch wieder mit. Kameras dabei und somit wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Also der Weg soll hier reinführen. Bin ich ja mal gespannt. Freunde, seht ihr das? Das erste verlassene Gebäude kommt zum Vorschein. Das habe ich gar nicht auf der Karte gesehen, sondern jetzt durch Zufall beim Vorbeilaufen. Ja, scheint es einen Eingang zu geben. Oh, das scheint hier der offizielle Eingang zu sein. Da gibt es eine Tür. Freunde, fragt mich nie, was das hier mal war. War so ein bisschen wie so Sanitärbereich, so ein bisschen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sehen kann. Aber hier sind lauter solche wie Art Spülbecken. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst oder wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte. Noch eine alte Hose. Sieht aber nicht mehr die beste aus. Ich weiß, wie lange die schon hier liegt. Naja, aber das war schon mal nicht schlecht fürs Erste. Leute, ich habe die ganze Zeit geguckt, wo wir die Gebäude sind. Und dann auf einmal guckt mich dieser Komplex an. Krass. Also ich würde sagen, hier sind wir richtig. Also ihr seht, hier ist ein Objekt, hier ist ein Objekt, hier ist ein großes Objekt. Wir sind hier, an dem Punkt. Ich würde sagen, wir gehen auch in dieses Haus. So, Eingang ist gefunden. Ich würde sagen, gucken wir uns das mal an. Hier ist noch ein altes Bad. Sieht man noch die Waschbecken und Toilette. Hier ist auch noch ein Raum. Das sind halt alles. Das sind halt alles, sag ich mal, so ein bisschen Räume. Je nachdem, wie das aufgeteilt wird. Hier seht ihr noch einen Balkonausgang. Wir gehen mal weiter hoch.
sieht schon hier, dass das genauso aufgebaut ist, also Etage für Etage. Wir waren alter Adler. Du bist groß. Freunde, hier ist ein Balkon. Hier sind wir auch ganz oben. Freunde, ich habe gerade das nächste Spannende gesehen. Ein Schornstein. Ah, das ist auch interessant. Ach, hier ist wahrscheinlich das Gebäude. Ja, da suchen wir uns mal einen Eingang. Also wie Sie sehen, sieht man hier nichts Spektakuläres, außer halt hier ist wie so eine Art Grube. Auch interessant. Ach, ich vermute, das wird ein Heizwerk gewesen sein, weil dort sieht so aus wie ob dort das Warmwasser sozusagen, dass das Warmwasserrohre sind. Oder Heizrohre. Bin da kein Fachmann. Was haben wir hier? Irgendwelche Schaltsachen wieder. Naja, und wie überall. Die Toilette. Mit Spülung oben. Das ist so ein richtiger Klassiker. Und hier wird das Waschbecken gewesen sein, beziehungsweise scheinbar auch eine Dusche. Naja. Interesting, interessant. So, wir haben es wieder nach unten geschafft. Es war doch relativ entspannt. Jetzt würde ich sagen, wollte ich mir nochmal das Schwimmbad gerne angucken. Mal gucken. Gucke ich nochmal auf der Karte. Weil da bin ich mir jetzt ein bisschen unschlüssig. Also das Schwimmbad ist tatsächlich 500 Meter. In die Richtung und wie so immer oder so oft geht es wieder mal durchs Gemüse, aber diesmal nicht ganz so schlimm. Letztens bei dem Bagger, das war ja die reinste Katastrophe, aber es war halt wieder mal eine Abkürzung, die ich rausgesucht habe. Meine Frau weiß, was eine Abkürzung bedeutet, wenn ich das sage. 100 Meter sind es noch. Ich würde mal sagen, dass es bis jetzt wirklich ein erfolgreicher Tag war. Man hat viel gesehen. So, von hier kommt man auch gut ran. Habe ich gerade gesehen, hier ist auch noch ein altes Gebäude. Gucken wir auch gleich noch mal fix rein. Erstmal wollte ich zu dem Sprungturm. Ja, hier gab es mehrere. So, hier seht ihr das eiserne Modell. Ah, die Sonne. Und hier direkt daneben mit wahrscheinlich alten Startblöcken. Ne? Hier nochmal der komplette Blick über das Schwimmbad. Es ist schon ordentlich tief, also mal schätzen so 5 Meter war das bestimmt an der tiefsten Stelle. Nicht schlecht.
Ja, da hinten seht ihr nochmal eigentlich das Schwimmbad in derselben Formation. Ist genauso aufgebaut. Das Einzige ist, dass das nie so ein hoher Turm da steht. Kann aber auch sein, im Laufe der Zeit abgerissen, weggeschleppt. Wer weiß. Aber jetzt gehen wir nochmal in das Gebäude gegenüber. Der Spruch. Voller Fliesen. Scheint mir das Sanitärgebäude zu sein. Da tropft es noch. Ja, durch den Regen. Ja, und hier ist halt auch noch ein Raum. Freunde, doch endlich mal was, was ich lesen kann. Nekuric. Nicht rauchen. Ich habe noch ein weiteres. Eine kleine Kammer. Ist was hier gelagert worden? Das sind alles solche spannenden Fragen, die ich eigentlich gerne geklärt haben würde. Sagen. Wir gehen weiter. Ja, ist aber immer wieder interessant, was man hier so entdeckt. Straßenrand. Ich würde sagen, das Mikroabenteuer ist jetzt vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Und gebt einen Daumen nach oben und ich würde mich sehr über euer Feedback freuen und dass ihr weiter sozusagen am Ball bleibt, denn es werden noch viele, viele weitere Videos folgen. Also bleibt schön gesund und man sieht sich. Ciao!